Heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit getrockneten Fliegenpilzen ein magisches Öl herstellen können. Dazu brauchen Sie ein Konfitüreglas, einfach ein wiederverschließbares Glas, idealerweise Olivenöl, einen Mixstab, so ein Pürierglas und getrocknete Fliegenpilze. Zuerst schneiden wir die Stücke in kleinere, also die Pilze in kleinere Stücke, um sie ins Mixglas zu füllen und zu pürieren. Nun können wir die kleinen Stücke ins Konfitüreglas geben. Und dann verwenden wir das Olivenöl, um die Pilze zu bedecken. Ich nehme jetzt einfach hier nehme ich Olivenöl aus einem anderen Pilzglas, das ich schon hergestellt habe, aber dort habe ich ja mehr Öl hinzugegeben, was es eigentlich nicht braucht. Deshalb nehme ich jetzt erstmals das Öl von anderen Gefäß wieder weg. Da umrühren idealerweise entweder mit einem Holzlöffel oder Keramik. Sollte es eigentlich vermeiden, mit Stahlgeschirr zu hantieren. Wenn man das vermengt hat ein erstes Mal, kann man dann noch zusätzlich noch mal ein bisschen Öl nachgießen, dass wirklich alles schön bedeckt ist. Ja, nun lässt man das jetzt über Nacht durchziehen und kann das danach verwenden als Wundsalbe zum Beispiel, aber auch für Meditation. Ich zeige Ihnen im separaten Video noch, was Sie damit die Chakra-Meditation verbessern können.